Jetzt ist er Okay, weg. hallo, willkommen zurück zu Risen. Mit. Ja, genau. Mit Itten Axt und ich bin Keimzellen Westband. Da kam was mit hoch. Ihr merkt, wir haben uns auch schon so ziemlich gut unterhalten, auch nicht während das Spiel nicht gelaufen ist. Oh, hier ist eine Ruine. Mein Hals! Hast du jetzt geschissen oder was? Ich sag mein Hals! Scheiße. Was, dein Hals? Ja, mein Hals! Oh, hier ist was. Ein Grabmal. Was ist denn das? Ich hab's Handbuch gelesen. Ich glaube, das ist eine Grabmal. Ah, es ist eine Grabmal. So, jetzt greif mal an. Jetzt greif mich an. Okay, 3, 2, 1, 1, 1. Ah, und tot ist das Vieh. Oh, was hat's denn? Flügelstaub. Hä? Wofür brauche ich denn das? Ja, Goldwert 15. Normal. Ah, naja. Das Schöne an Wissen ist ja unbegrenztes Inventar. Volumen. Richtig. Gibt's hier noch was? Immer erstmal alles durchgucken. Oh, hier ist was. Die Viecher siehst du kaum, diese Stachelratten. Ja. Ja, die sind halt wie so Igel. Die sieht man auch kaum. Die haben kaum eine Chance hier. Ich greife die einmal an und schon sind die weg. Aber ich habe jetzt halt arme Viecher. Ich habe das Spiel auch auf leicht gespielt. Also ja. Später stelle ich es auf Mittel vielleicht. Aber jetzt am Anfang, da habe ich jetzt keine Lust, hier noch abzurecken. Echt. Ach so. Das kenne ich schon von Gothic. Da kein Bock. Schon so oft abgeregt. Gut. Das ist dann schon wirklich ärgerlich. Das geht richtig ab. Bloß man sollte ja bedenken, wenn man irgendwo in Risen irgendwo reinläuft, wo man sich nicht sicher ist, ist da was Gefährliches, ja, wenn man speichert. Ja, gerade in die Höhle rein, gutes Thema. Aber wie hoch hast du? Ich habe das schon mal bei einem Let's Player gesehen. Also ich muss zugeben, 100%ig blind spiele ich nicht, sondern vielleicht 98%. Alter, was machst du? Oh, der kam aus der Seele. Ich glaube, hier ist eine Falltür. Wow, wow, ein paar Geräusche. Ja, ich gehe einfach mal runter. Mit so Oh, nee, guck mal, die Falltür ist offen. Nee, ich stehe noch. Ja, ich hab Risen verarscht. Nein, jetzt ist er gefallen. Die hat mich sofort angefangen. Geh tot. Oh, was ist das? Geh tot? Ja, da war gerade eine schwere Truhe. Boah, ich kann die sogar aufmachen. Was? Alter, diese Geräusche. Da kriegst du ja Angst, ey. Also, nur fast. Ich hab mal gelesen, hier irgendwie Wissen soll sich zu, keine Ahnung, 70% oder 80% in Höhlen aufhalten. Also, das Spiel. Also, du. Na, später mal, wenn du dann in der Vulkanfestung bist. Hä? Warum habe ich meinen Trank nicht? Und dann zum Titan gehen willst. Zum. Oh mein Gott, ich spoiler. Ich sage nix. Ich kenne das jetzt gar nicht. Ja, du spoilerst auch bei mir. Ja, danke, also. Ich bin ich sage nix. Was waren jetzt gerade? Ich wollte nämlich gerade irgendwas. Was habe ich jetzt? Eine Fackel habe ich aufgenommen. Genau. Okay. Mal gucken, wie das bei den Fackeln hier so ist. Oh, ja. Die Grafik ist schön. Kann ich da jetzt auch? Ja, das war klar. Ich ziehe die Waffe und die Fackel lässt sich fallen. Gut, aber ich kann sie wieder. Hä? Scheiße. Kann ich die nicht? Nein? Scheiße, ich kann die nur noch fallen lassen. Ich kann sie nicht mehr einstecken. Also Leute, was sagt uns das? Geht vorsichtig mit euren Fackeln. Denn sie werden weniger. Boah, als ob jeder Typ eine Fackel dabei hat. Das ist schon normal. Heutzutage hat man, das ist schon wieder altmodisch, ein Feuerzeug mit sich rumzutragen. Heutzutage hat man wieder Fackeln. Ja, das ist jetzt in. Genau, man geht doch in jede scheiß Höhle rein und sucht nach Schätzen. Und dann kommt auf einmal so eine hässliche Grabmotte an und willst ihn angreifen. Was machst du? Zückst erstmal übelst dein Schwert und machst die Grabmotte platt. Genau. Oh, hier das ist oldschool. Das ist kein oldschool, Mann. Das ist New School, Mann.
Oh, diese Geräusche, ich verpiss mich hier. Eigentlich war ich jetzt schon die ganze Höhle lang, bin ich jetzt schon abgesucht. Und immer noch diese komischen Geräusche sind zu hören. So, die Fackel können wir jetzt auch fallen lassen. Und jetzt essen wir erstmal irgendwas. Ihr habt noch gar nicht gesehen, wie wir was essen. Und zwar Heilkraut. Eins. Boah, das sind ja jetzt nicht, das war jetzt nicht die Welt. Eine Heilpflanze. Yay, es wird doch mal besser. Und ein Pilz. So, jetzt sind wir komplett voll. Also Lebensenergie. Wir sind voll. Ja. Das wollte ich ja eben nicht. Oh, was machst du denn für Geräusche, Junge? Oh, Meiler! Das sind ein Haufen Krabben. Nein, eigentlich nur zwei. Aber soweit kann ich ja noch nicht mal zählen. Deswegen sage ich ein Haufen. Okay. Nein, die greifen mich an. Und ich greife sie an. Und sie sind noch nicht tot. Doch, eine ist tot. Ach nein. 1, 2, 3 und Angriff. Und weg ist er. Das ist irgendwie leicht. Ich finde das schön. Bei Coffee Boss viel, viel schwerer. Wenn du da schon am Anfang versucht hast gegen einen. Was war das? Gnome oder Goblin? Nein, Gnome war das, oder? Ich glaube, das war ein Gnome. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Da hast du schon die Hälfte deiner Lebensenergie verbraten, um das Vieh überhaupt zu treffen. Das ist jetzt mal ganz krass. Aber, ja, aber es war wirklich fast so. Automatisches Speichern, ich wollte gerade auch so speichern. Kann der nicht. Oh, der kann sogar klettern. Was der nicht alles kann. Tja, unser Held ist da eben ein Held. Hey, was ist denn das? Da hinten ist irgendwas. Ein hungriger Hugo? Ein Stein, oder? Nein, es bewegt sich. Oh mein Gott. Ist es ein Stein? Es bewegt sich ja. Ich verfolgt ein bewegender Stein. Was ist das? Ah, aha! Ein Keiler. Keiler. Nee. Oder Schwein, Wildschwein, Keiler, irgendwas. Lass uns Wildschweine jagen gehen. Ja, es ist ein Keiler. Okay, und 1, 2, 3. Ja, oh, oh. Aber übel wenig abgezogen. Nein, jetzt reicht's an. Ja. Komm, das schaffen wir. Ja, lass uns Wildschweine jagen gehen. Oh, das Vieh macht mich kalt. Das Vieh macht mich kalt. Denk ans Blocken, denk ans Blocken. Was denn? Ja. Rechte Maustaste. Nein. Nein. Ich hab ja geblockt. Mein Lebensenergie, guck mal, mein Lebensenergie. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Okay. Ist das Vieh tot? Ja. Gut. Hier habe ich jetzt einen kleinen Mann, der hat mich auf die 3 genommen. Wenn ich ihn gar nicht mal nutze. Scheiße, unten hält man. Ja. Ich brauche jetzt nicht jedes kleine bisschen zu regenerieren, weil wir wissen ja, unten ist eine Tonne. Die werden wir auch ausnutzen. Und jetzt sind wir hier beim nächsten Haus. Wir sollen ja für diese Tussi hier irgendwie Unterbleibsel finden. Suchen. Und finden. Und irgendwie zu der zurückgehen. Zu der Rückgehen. Ja. Oh, hier ist auch ein Wasserfass. Na toll! Hätte ich meinen kleinen Trank nicht brauchen. Zerhaut. Ja, ich bin gerade so außer mir vor Freude. Außer mir. Wir sind alle außer Freude. Was ist das? Oh, ein Typ. Halt, Börschchen. Was machst du hier? Oh mein Gott. Es ist dein Typ. Oh mein Gott, was mache ich hier? Wer bist du? Wo genau bin ich hier? Ich bin Schiffbrüchiger. Ja, das mach ich. Ich bin Schiffbrüchiger. Also hat doch noch einer von der Mannschaft überlebt. Wir dachten, der Inquisitor wäre der Einzige gewesen. Zur Inquisition. Ja, wenn, dann hätte ich ihn töten. Ich bin als blinder Passagier richtig an Bord gegangen. Denn wir sind ja ein Böser. Oh, ein Schiff der Inquisition? Ha, ja, von du bist wir sind doch wir alle den Arsch. Werfen sie dich direkt in die Vulkanfest. Ja, wir sind ganz, ganz böse. Ich am besten schnell mal hier. Ja, so böse. Ich hab schon alles durchsucht. Wir sind so böse, aber du findest dass wir nicht zum Zahnarzt gehen. Ich warte so lange. Wir können später... Okay. Nile, yes. Oder Nile, ich weiß nicht, ob er Nil genannt hat. Oh, ein Schrank, wir können jetzt sogar nicht reinbringen. Oh, und da ist was drin, sogar. 5 Bolzen, ein Trank, für 50 Lebensenergie und Mana, Wasser, 2 Fackeln und ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Schlüssel, hier ist eine Goldmünze. Noch eine Goldmünze. Noch eine Goldmünze? Nein, leider noch nicht. Eine Goldmünze. Oh, ein kleiner Heiltrank. Und ein Katzenklo. Oder was das ist? Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Oh Mann, das ist einfach nicht so viel bei Katzen. Aber zu viel Sinn.
wenn wir uns mehr auf die Prüfung konzentrieren. Eine Bank. Ja, genau, zum Geld abheben? Ja. Okay, genau, hier ist noch eine Truhe, und zwar keine einfache Truhe, sondern eine Truhe. Es muss also etwas Besonderes drin sein. Ich sehe aber auch schon wieder, dass wir 10 Minuten schon wieder rum haben. Und ich bin nämlich der Kanzler Wespe. Wer ist denn da noch? Ich bin Ednax, aka Sora, aka Andy, aka deine Mutter. Mutter, genau. Und für deinen ganzen AKs bräuchten wir eigentlich ein extra Video. Okay, okay. Nee, aber ich bin ja hier der Wissen und... Nee, der Wissen, ja, Wissen. Spielen wir hier? Genau. Bis bald. Tschüssikowski.